Ja, wir sind endlich mal wieder zurück beim Let's Play FIFA 12 Ultimate Team. Was heißt endlich? Ihr werdet ja bemerkt haben, dass ich in letzter Zeit sehr viel hochgeladen habe von FIFA Ultimate Team. Mehr als ja, die anderen Projekte. Aber ja, mal wieder Zeit für eine Goldpackung ist es jetzt und für den vorletzten Pokal, den wir dann angehen werden. Was war das, Negredo? Ah, das ist ja nicht mal schlecht, obwohl er irgendwie ja nicht so in unsere Mannschaften passt. Aber immerhin Negredo, ja, kann man machen. Die Spielerverträge natürlich auch sehr wichtig. Ja, war jetzt keine so schlechte Goldpackung. Es dauert leider gerade eine Weile, weil es irgendwie ein bisschen laggt, aber. Jetzt, das brauchen wir alles nicht. Fitnesskarten haben wir noch so ewig viele. Das kann hier weg. Und dann zeige ich euch jetzt mal mein neues Team. Ich habe nämlich die Bundesliga-Mannschaft und die Premier League-Mannschaft noch ein bisschen überarbeitet. Und ja. Also den vorletzten Pokal gehen wir jetzt ganz locker an. Ja, den Pokal möchte ich starten. Montag gegen Barcelona geht's gleich ran. Hier, so sieht die Mannschaft aus. Also De Gea ist neu. Rio Ferdinand auch. Sturridge haben wir noch neu dazu. Und ja, hier Diego haben wir auch noch. Den habe ich für 150 Münzen mir ersteigert und er hat einen. Hatte damals einen 76er Spielervertrag, also es war schon ein Stich. Da hat er leider sehr viel Verlust gemacht, da er diesen Spieler verkauft hat, aber ja. Ich lasse einfach jetzt mal die Aufstellung so. Also wir spielen jetzt mit der Premier League Mannschaft. Ja, hier habe ich nur Premier League-Spieler drin. Ich bräuchte, glaube ich, noch einen Bundesliga-Spieler, um auch auf der Auswechselbank nur Bundesliga-Spieler zu haben, was ja Bedingung ist, dass wir einen Pokal spielen können. Ja, gehen wir es einfach an. Wir können natürlich immer rotieren mit Sturridge, Adebayo und Petritsch, also ja. Aber jetzt geht's ran, endlich mal mit der neuen Mannschaft. Habe ich mich natürlich auch sehr drauf gefreut, weil ich so ja noch nicht mit dieser Mannschaft gespielt habe. Hab's extra aufgehoben, um das mit euch zu machen. Und dann gehen wir es da einfach mal an. Ist ja nur auf Profi, aber gegen Barcelona haben wir glaube ich noch so nie gespielt. Mal sehen, wie jetzt Sturridge auch spielt. War nicht so ein Schnäppchen, aber hat eben noch ein paar Brennblitzspiele gebraucht. Sturridge auf Adebayor. Tor von Emmanuel Adebayor in der vierten Minute. Guter Schuss aus der Distanz und ja. Ich habe es auch noch nie gegen Barcelona gespielt, aber es spielt alles keine Rolle. Wir brauchen die Erfahrung nicht. Wir können es auch einfach so. Der Ball ist natürlich jetzt auch viel besser als zuvor. Dadurch, dass wir wirklich nur noch Premier League-Spieler drin haben in der Mannschaft. Arshavin, da hätte ich jetzt wohl vielleicht erwünscht, dass ich da noch einen besseren Spieler mir hole. Vielleicht gibt es auch mal wieder Pack-Openings. Was ist da? Messi hier. War das Messi, ich glaube? Oder Iniesta? Ja, ich glaube Iniesta war es. Schuss aus der Drehung. Knapp am Tor vorbei. Sturridge, da gedrängt. Messi. Ja, ich habe fast schon Frusteinkauf gemacht. Ich habe mir richtig viele Spiele gekauft, weil ich Fernando Torres nicht bekommen habe mal wieder. Wollte ich mir eigentlich holen, aber hat mich leider mal wieder jemand überboten. Da konnte ich nicht mal mithalten.
Santi Cazorla, Adebayor, Sturridge, guter Schuss. Ach, dann doppeln sie einen wieder. Ja, in Verteidigung der Spanier. Aber da passen die Trikots sogar einigermaßen, die Liverpool-Trikots, weil es immerhin eine Premier League-Mannschaft. Weil wir. Ja, stimmt, Skrtel haben wir als ersetzt durch Rio Ferdinand. Und Sturridge. Jetzt gut auf Sturridge und. Ja, Trump Sturridge, gut. Erstes Spiel, ist das Tor. Ich glaube, ich werde da immer rotieren zwischen. Also umstehen werde ich immer alle mal ranlassen. Also das hört sich jetzt auch komisch an. Mann, ich werde alle mal spielen lassen. Ah, gut gemacht von Adebayor, das war wirklich schön. Fabregas. Ja, wir können es einfach noch. Jetzt aus der Distanz, 7-4er, gut gehalten. Bitter, weil das, ich wollte mir eigentlich Pepereina noch kaufen, aber durch die Aktion mit Torres habe ich mir das Geld angespart für Torres, aber es hat leider nicht geklappt. So ist es eben der GR geworden. Der auch nichts. Jetzt fast nochmal guter Schuss aufs Tor von. Da. Aber der Verteidiger hatte was dagegen. Jetzt guter Ball auf Clichy und der kommt die Flanke auf den großen Sturridge, aber er kriegt den Kopf mal nicht. Da legt sich da gut ein. Fast schon traurig, dass wir schon fast am Ende dieses Let's Plays sind. Jetzt Sturridge. Oh, guter Schuss, aber schon wieder Eckball. Aber ich werde mir bestimmt auch noch ein paar Spieler holen. Wie gesagt, ich werde mir auch mal Geld ansparen, um dann zu hoffen, dass ich aus den Packs noch was Gescheites bekomme. Jetzt Rio Ferdinand. Kopf, Ecke von Aschabi, hat sich doch knapp gelohnt, ihn zu holen. Ja, wegen dem einen Tor, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall 7 Stärkepunkte mehr als Skrtel. Ist schon nicht schlecht. Ich habe ganz hart alle meine Bronzespieler verkauft. Okay, fast alle. Brauche ich ja noch zum Münzen sammeln für euch für das Pack Opening und so. Und Sturridge jetzt auch schön. Also Sturridge gefällt mir im Kopf mal stark auch. Deshalb sind wir auch so oft. Und ist auch relativ teuer, wenn es das an den 80er Stärke hat. Ist dann auch. Allrounder da vorne auf seine Position, da sprich nur. Oh, da ist David Villa. War fast schon faul, meine ich da. Gut, dass der Schiri das anders sieht. Oder einfach keinen Bock hat, da irgendwie was zu machen. Ball auf. Ja, kommt Hassana da noch an. Aber Victor, weil das ist schon wieder da. 9 Schüsse aufs Tor, 4 Treffer. Ist eine gute Chancenverwertung gesetzt. Und ja, zur Halbzeit steht es 4:0. Sturridge hat sich gut gezeigt. Schon fast schon
bewiesen, um das nächste Spiel nachspielen zu dürfen. Ich kann es ja immer so machen, dass immer der Stürmer aussetzt, der im Spiel zuvor seltener getroffen hat. Das ist jetzt ein bisschen krass, aber dann ist wenigstens Leistungsdruck da und dann klappt es vielleicht auch. So kann ich es einfach mal machen. Ich setze Spieler mal ein bisschen schwer, sich einen Stammplatz zu erarbeiten, weil Stammplatz gibt es ja dann eigentlich gar nicht. Zumindest nicht im Sturm, weil wir da so eine gute Auswahl haben. Mittlerweile macht sich's einfach und rollt den Ball zu Piquet. Ja gut, Pina auf Adebayor, aber der kommt nicht an. Aber Cassola da gefoult und somit wieder hier in der gegnerischen Hälfte. Rio Ferdinand auf Cassola. Santi Cassola schwach, aber da wurde er auch behindert von dem Verteidiger. Jetzt. Ach, Adebayor, gut. Adebayor. Unglücklich. Ah, schwacher Ball. Das ist ein kurzer Ball. Ja, und der fällt auch. Jetzt der besser stört. Egal. Ja, ich gucke, dass ich nebenher vielleicht trotzdem noch ein paar Spieler mir hole. Ich meine, lohnt tut sich's fast nicht mehr, aber natürlich will ich euch immer noch ein bisschen Unterhaltung bieten und auch die Spannung aufrechterhalten. Und jetzt Sturridge. Oh, Pfostentreffen von Sturridge, Daniel Sturridge. Macht da schon ein gutes Spiel, läuft sich gut frei und ist auch eindeutig motiviert, wie man sieht. Wahrscheinlich die meisten Torschüsse gelebt. Im nächsten Pokal können wir dann ja wirklich mal das abwechseln. Also die Mannschaften wechseln, dass wir einmal mit unserer Bundesliga-Mannschaft spielen werden. Ich weiß nicht, ob ich so schnell dann irgendwie noch ein paar Bundesligaspiele kriegen, um dann auch diesen Pokal fortführen zu können. Und jetzt Sturridge, rennt er da wieder durch? Richtig, gut. Sturridge. Dritter Treffer in diesem Spiel. Macht es Adebayo richtig schwer. 5:0 steht's schon. Auf Sturridge. Diesmal kommt er nicht an, aber macht das gut. Und da jetzt auf Cassola. Ah, da hat es ein bisschen wenig Raum und da wird er doch umgenietet. Ja, es gibt Elfmeter. Okay, lassen wir es Adebayo schießen. Von mir aus. Emmanuel Adebayo jetzt mit dem Doppelpack. Wenn es sich nochmal angucken. Ein den Elfmeter. Akanas jetzt Zeit noch Einsatz, sprintet er, aber jetzt hat er auch keinen Bock mehr, ausgesprintet. Hüpft es raus. Ist auch verständlich. Barcelona ist es nicht gewohnt, nie zu 6 hinten zu liegen. Gerade bei nochmal auf Sturridge und der vollzieht. Schon richtig wie es Petro von Lift ist für David Villa.
entwickelt hat, weil das lässt sich auch Zeit und will den Ball jetzt einfach nicht mehr weghaben. Er hat oft genug gesehen. Jetzt Adebayor, aber es gibt Tümmel um den Ball. Richtige Spielertraube. Barcelona, dass sie sich da nicht gegenseitig behindern. Ganz schnelles Passspiel, das kennt man eigentlich eher von Barcelona, aber dagegen scheint sie auch anfällig zu sein. Haben wir jetzt auch mal Dribbling von Adebayor, aber er ist nicht der schnellste und hat das eigentlich gut gemacht, bis das letzte Quäntchen Glück hat da gefehlt. Was ist das? Eckball nochmal los. Und das ist natürlich ein Glückstreffer von Abidal. Weil Arshavi wieder keine Lust hat. Dies sollte er am Ball klären. Erster Mittelfeldspieler. Da ging es einfach zu schnell und da war zu viel Getümmel. Jetzt vielleicht nochmal Sturridge. Ja. Sturridge, bitte treffen. Und damit einfach auch das nächste Spiel nochmal spielen. Dass ich da wieder gut durchgesetzt. Und das 7:1 gegen Barcelona geschossen. Und dann bleibt jetzt nichts anderes mehr übrig, als aus dem Stadion zu flüchten. Dann weiß ich, womit sie danach dann verlaufen werden. Und das war einfach eine schwache Leistung. Abidal kann sich da auch nicht wirklich freuen über sein Tor. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.